Hallo liebe Freunde der Seichenunterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Suikoden 2 für die PlayStation. Ja, ihr hört es vielleicht, ich habe das letzte Mal einen Mic-Check gemacht und ja, anscheinend scheint es mit dem Mikrofon wieder zu funktionieren, was mich natürlich sehr positiv stimmt. Und ich werde anscheinend wohl ohne Probleme weiter aufnehmen können damit. Das ist schon mal sehr gut. Und das ist die erste Folge, die ich wieder damit aufnehme. Und ja, wir hatten letztes Mal Shu an unsere Seite bekommen. Und Victor hat uns in die Taverne eingeladen, um uns eine Geschichte über unseren Großvater Genkaku zu erzählen. Dann wollen wir doch mal hingehen, oder? Denn ich bin mal sehr gespannt, was er uns zu sagen hat. Denn irgendwie haben wir schon einiges ansatzweise gehört über ihn, aber nie Konkretes. Ich bin mal gespannt. Übrigens habe ich mich mal jetzt schlau gemacht. Diese Geschwindigkeit des Bildes, was wir jetzt hier sehen, ist die Originalgeschwindigkeit des Spiels gewesen. Ich habe das nicht mehr so 100% auf dem Schirm gehabt. Tut mir leid, das so komisch darzustellen. So, gehen wir mal hin. Du bist gekommen. Gut. Ha! Steh nicht so herum. Komm rein. Ich vermute, dass du immer noch nicht trinken kannst, oder? Wir kamen, um etwas von Großvater Genkaku zu hören. Ach was, was soll die Eile? Es ist eine lange Geschichte und sie ist außerdem nicht sehr schön. Also, was meint ihr? Wollt ihr sie immer noch hören, Ryu? Ja, natürlich möchte ich die Geschichte immer noch hören. Okay, macht euch auf einiges gefasst. Es ist eine lange Geschichte. Ja, sehr interessant, Victor, da möchte ich mal hören. Ehe dieser Krieg begann, beschränkten sich die Kämpfe zwischen Highland und dem Staat weitgehend auf kleine Grenzenzwischenfälle. Aber war es vor etwa 30 Jahren? Jedenfalls kämpften Highland und der Staat in einem großen Krieg gegeneinander. Oha, klingt nicht so toll. Es gibt viele unterschiedliche Geschichten über das, was damals geschah. Aber es sieht so aus, als ob der Staat den Krieg begonnen hätte. Annabels Vater, Bürgermeister Darrow von Muse, führte den Staat und der berühmte General Han Cunningham führte die Armee von Highland. Okay. Hätte ihm auch sein, ne? Darrow war ein Amateur bei der Kriegsführung und es dauerte nicht lange, ehe die Hälfte von Muse und die Domäne Matilda verloren hätte. Oh Mann. Das war der Zeitpunkt, als ein Held erschien. Dein Adoptivvater, Genkaku. Genkaku übernahm den Befehl über die Einheit und überfiel das Versorgungszelt der Highlander. Dies hielt Highland lange genug auf, bis sich der Staat wieder erholt hatte. Das Kriegsglück wechselte von Tag zu Tag. Genkaku und Han waren aus demselben Dorf und es scheint, dass sie gute Freunde waren. Manchmal tranken sie zusammen, mitten in beiden Camps. Und dabei erkannten sie beide, wie sinnlos und töricht dieser Krieg doch war. Oha. Und darum arbeiten Genkaku und Han zusammen, um einen Friedensvertrag zu schließen. Die Bürger beider Länder waren überglücklich. Alle, außer einem, dem Bürgermeister der Stadt Muse. Diesen Ort kennen wir ja noch. Dort hat die Hilltop-Konferenz stattgefunden. Es gab eine Grenzstadt, deine Heimatstadt Kiaro, die Darrow nicht an Highland geben wollte. Und darum brachen die Verhandlungen zusammen und der Krieg begann von neuem. Na toll. Zu diesem Zeitpunkt machte der König von Highland, Agaris Blight, einen Vorschlag. Der Krieg sollte durch ein Duell zwischen beiden Meistern entschieden werden. Darrow stimmte der Idee zu und auch Han und Genkaku, die beide nur wünschten, dass der Krieg endlich zu Ende wäre. Das ist hart. Es kam die Zeit, als das Duell beginnen sollte. König Agaris gab Han sein Schwert und Bürgermeister Darrow seines an Genkaku. Dies sollte zeigen, dass beide Meister als Repräsentanten ihres eigenen Heimatlandes kämpfen würden.
Aber irgendetwas ist geschehen. Genkaku hat sein Schwert nicht ein einziges Mal gehoben. Daryl hat immer wieder befohlen zu kämpfen, aber hat sich geweigert. Die Zeit verging und die Leute wurden ärgerlich, dass der Wettbewerb verdorben wurde. Sie beschuldigten Genkaku. Weil er keine andere Wahl hatte, schlug Han Genkakus Schwert fort und setzte sein eigenes Schwert an die Kehle von Genkaku und erklärte den Sieg. Oh Mann, da muss doch irgendwelche Gründe gehabt haben, oder? Erstmal ganz ehrlich. So geschah es, dass die Stadt Kiaro Gebiet von Highland wurde. Okay. Genkaku wurde ein Verräter genannt und Lord Daryl befahl, ihm ins Exil zu gehen. Er ging, ohne jemals seine wahren Gründe zu offenbaren, warum er nicht kämpfte. Viele Jahre vergingen. Daryl verließ seinen Posten als Bürgermeister. Und schließlich kam heraus, warum Genkaku sich geweigert hatte zu kämpfen. Okay. Jetzt möchte ich es wissen. Daryl hatte insgeheim das Schwert, das er Genkaku gab, vergiftet. Was? Genkaku wäre ruiniert gewesen, egal ob er gewonnen oder verloren hätte. Wenn er verloren hätte, wäre alles in Ordnung gewesen. Wenn er gewonnen hätte, hatte Daryl geplant, ihn wegen seines üblen Verbrechens auszuweisen. Genkaku hatte das Gift entdeckt und konnte es einfach nicht übers Herz bringen, das Schwert einzusetzen. Ja toll, Zwickmühlensituation. Ah, klasse. Und so wurde Genkakus Name schließlich reingewaschen. Aber Genkaku wollte nie wieder in den Stadtstaat zurückkehren. Und was danach geschah? Nun, du weißt besser darüber Bescheid als ich. Ja, ist eine interessante Geschichte, die uns Victor da offenbart, muss ich sagen. Sollte sie denn wahr sein? Na, Nanami pennt. Ich schätze, dass es wichtiger für Genkaku war, mit euch beiden glücklich zu leben, als zum Staat zurückzukehren, um seinen Namen reinzuwaschen. Und danach? Nun, ihr müsst müde sein. Dies ist jedenfalls das Leben, was euer Großvater geführt hat. Aber Ryu, du bist nicht mehr einfach nur Genkakus Sohn, okay? Vergiss das niemals. Oh, es ist schon sehr spät. Du solltest Nanami ins Bett bringen. Ihr beiden seid gute Kinder. Ich glaube, ich verstehe, warum Genkaku so viel an euch gelegen hat. Das ist eine ganz andere Seite von Victor, wenn ihr mich fragt. Guten Morgen! Hast du gut geschlafen? Ah, okay. Nanami ist wieder bei uns. Dann werde ich jetzt erstmal einen kleinen Soundcheck machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, anscheinend ist alles wirklich richtig gut hingekommen. Es kann sein, dass ich mich manchmal am Anfang übersteuert habe. Das liegt aber wirklich daran, dass ich mich erstmal wieder einfinden muss mit dem Headset. Ach, Headset sei schon mit dem Mikrofon. Aber es hat sich gut angehört. Ich mache so weiter. Oh, die Leute stehen da schon versammelt hier. Das scheint unsere Armee zu sein, die wir bisher haben. Ja, das ist sehr mickrig. Naja, mal gucken, wie wir noch dazu kriegen können. Hast du dich entschieden? Ja, wenn du meinst, dass ich es schaffen kann? Ryu, ich danke dir. Ich gebe dir alle meine Stärke, damit wir diesen Bastard Luca Blight besiegen können. Bitte, Ryu, wir brauchen deine Kraft. Lord Ryu, es ist nicht viel, aber ich gebe dir auch all meine Kraft. Ich will auch für dich kämpfen. Für South Window, für Lord Grandmeier, für alle Leute, die durch Highland gelitten haben. Okay. Lord Ryu, mit all der Kraft, die ich zu Füßen meines Meisters gelernt habe, verspreche ich dir zu helfen, den Sieg zu erringen. Ich habe nicht allzu viel Stärke zu geben, aber ich gebe dir alles, was ich habe. Ja, immerhin. Das ist nicht die Art und Weise, einen so wichtigen Augenblick zu feiern. Wir haben einen neuen Anführer. Feiern wir! Auch ich möchte dir gratulieren. Hä? Dr. Huan! Was zum? Ey, der Doc! Was geht?
Doktor, du bist unverletzt. Ich bin so froh. Es tut mir leid, dass ich euch Sorgen gemacht habe. Dr. Huan, wie hast du Muse überlebt? Nun, irgendein Soldat hat mir geholfen und ich habe es schließlich bis hierher geschafft. Die Soldaten werden sehr glücklich sein, wenn sie hören, dass wir einen so berühmten Heiler unter uns haben. Willkommen, Dr. Huan. Vielen Dank. Ich hoffe, dass meine geringen Kenntnisse der Medizin dir und deinen Truppen helfen werden. Lord Ryu, ich bin so glücklich, hier zu sein. Ich werde versuchen, mich für die anderen Menschen in dieser Burg nützlich zu machen. Jawohl, Dr. Huan ist der Gruppe beigetreten. Perfekt, Tomat. Oh, wartet mal. Wie werden wir diese Burg übrigens nennen? Oh ja, du hast recht. North Window Schloss ist nicht gut. North Window ist der Name eines Dorfes, das nicht mehr existiert. Was sollen wir tun? Sollen wir Lord Ryu bitten, sich einen Namen für die Burg auszudenken? Ja! Wie wäre es, Ryu? Was wäre ein guter Name für die Burg? Tja. Tut mir leid an alle Leute, die wirklich Freunde des Deutschen sind. Ich finde dieses Wort einfach nur toll. Wir hatten ja schon im ersten Suikoden-Teil das Liberate Castle. Somit werden wir hier die Liberate-Burg haben. Das bleibt so. Befreiungsburg. So. Oh, Liberate-Schloss, was? Das ist ein hervorragender Name. Ja, ich mag ihn auch. Hoho, du würdest doch alles mögen, was er sich ausdenkt. Halt den Mund, Schwester! So, dies ist also das Liberate-Schloss, was? Liberate-Schloss! Liberate-Schloss! Liberate-Schloss. Nun, der klingt doch gut, oder? Es ist der Name, den unser Anführer gewählt hat. Gut, nun, wo wir den Namen unserer Burg gewählt haben, wie wäre es mit dieser Party? Moment mal. Wer hat dich denn eingeladen? Wow! Was? Was? Wer bist du? Man nennt mich Legnat. Ich bin der Hüter der Torrune. Der Wächter über das große Gleichgewicht. Oh. Ryu, Erbe der Rune des hellen Schildes. Der Kreis hat sich geschlossen. Die Sterne der Vorsehung werden sich wieder einmal versammeln. Ich gebe dir die Steintafel des Versprechens. Die Namen, die auf ihr stehen, zeigen dir deine Gefolgsleute. Die Quelle deiner Stärke. Oh, was ist das jetzt? Ey, den kennen wir doch. Ich bin Schüler von Lady Legnat und heiße Lück. Und dies ist die Steintafel des Versprechens. Du solltest dankbar sein, dass die Lady sie dir gegeben hat. Und auch ich werde dir die Gnade meiner großartigen Anwesenheit gewähren. Ich habe es nicht gewählt, aber Lady Legnat hat es befohlen. Yay! Lück ist der Gruppe beigetreten, ein sehr wichtiger Charakter für mich. Diese alten Augen sehen die Zukunft verschwommen. Das Schicksal hat ein vielfältiges Netz um dich gewoben, junger Mann. Dein Freund, der Erbe der Rune des Schwarzen Schwertes. Ich sehe ihn auch. Ihr beide habt einen harten Weg vor euch. Darum musst du immer nach vorn sehen und vorsichtig vorgehen, Ryu. Weise Worte. So, Victor und Flick, ihr seid immer noch am Leben? Du! Ist diese Person ein Freund von euch? Nun, eine Art Freund. Wir haben einmal zusammengekämpft. Oh ja. Bah, nun gut. Nächstes Mal werden wir richtig feiern. Yay, Leute, wir haben eine eigene Festung. Wie geil ist das denn? So. Hüpf. Guten Morgen! Na los doch, aufgewacht! Ich stehe neben dir. Du bist jetzt der Anführer der Allianzarmee. Komm in die Gänge! Hallo Nanami, bleibst du mal geschmeidig, oder was? Ist mal ganz im Ernst, ey. Langsam reicht es. Mädchen! So! Wir haben also jetzt eine neue Festung. Wir haben jetzt unsere neue Festung. Wir haben alles, was wir brauchen, um ein erfolgreiches Team hier zu bilden. Allerdings, liebe Freunde, ich mache an dieser Stelle einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Suikoden 2. Bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.